Er hat den wohl besten Draht zum russischen Präsidenten. Kaum einen anderen westlichen Journalisten ließ Wladimir Putin so nah an sich heran wie Hubert Seipel. Er hat den russischen Machthaber nach eigenen Angaben an die 100 Mal getroffen, war mit Putin auf Rotwildjagd in Sibirien und fuhr für eine ARD-Dokumentation gemeinsam mit Putin in dessen Limousine durch Moskau. In Deutschland wurde der Filmemacher für sein Putin-freundliches TV-Porträt scharf kritisiert. Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland. Mit unserem Maßstab, unsere Atomwaffen. Hubert Seipel ist ein preisgekrönter Filmemacher und Buchautor, der den Deutschen jahrelang als Russlandkenner Putins Reich erklärte. Vor Jahrzehnten arbeitete er auch für den Spiegel. Noch 2015 hat er dem Spiegel ein Interview zu Russland gegeben. Geheime Unterlagen, die dem Spiegel und dem ZDF vorliegen, belegen jetzt, dass Russland den Journalisten gut bezahlt hat. Wir haben in Daten, die dem Spiegel zugespielt worden sind, ein Dokument gefunden, das Ausschluss darüber gibt, dass Herr Seipel mehrere hunderttausende Euro bekommen hat aus dem engeren Umfeld von Wladimir Putin, von Firmen, die in Verbindung mit dem Oligarchen Alexei Mordaschow stehen. Diese Zahlungen hat Herr Seipel aber nie öffentlich gemacht. Die hat er weder gegenüber der ARD noch gegenüber seinem Verlag, dem Verlag Hoffmann und Campe, öffentlich gemacht. Und selbst als er mal in einem Radiointerview ganz direkt von dem Moderator gefragt worden ist, kann es sein, dass die aus Russland bezahlt worden sind, hat er sehr energisch widersprochen. Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen? Honorar aus Russland? Ja. Sie meinen direkt, Geld. Direkt vom... Okay, ob direkt oder geht's indirekt? Noch? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Also nein. Was die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er bezahlt? Ja, nein. Klar. Das war wohl eine Lüge. Laut den Unterlagen, die dem Spiegel vorliegen, unterschrieb Hubert Seipel unter anderem im März 2018 einen Vertrag, der ihm 600.000 Euro einbringen sollte. Mit der Summe, so ist es in dem Vertrag zu lesen, sollte die Entwicklung eines Buchprojektes über Russland unterstützt und dieses einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Schmiergeld für eine russlandfreundliche Berichterstattung? Je öfter Herr Seipel mit Putin reist, ihn trifft, umso näher kommt er auch in seiner Denke, Herrn Putin. Also das, was er dann in Talkshows und in Interviews wiedergegeben hat, das war schon auffällig nah an dem, wie auch Putin sich geäußert hat, wie auch Russland die russische Politik gegenüber dem Westen erklärt hat und auch verargumentiert hat. Es mag irgendwelche Erklärungen geben, warum er Geld bekommen hat, aber dann müssen sie offengelegt werden, damit jeder Zuschauer, jede Leserin ganz genau weiß, aha, das ist ein Experte, dessen Einschätzung lese ich hier, aber das ist auch ein Experte, der zur gleichen Zeit Geld aus Russland bekommen hat und deswegen eben nicht mehr als unabhängiger Experte zu werten ist. Hubert Seipel möchte vor laufender Kamera zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen. Ein Interview mit dem ZDF-Magazin Frontal lehnt er ab. Guten Tag, Herr Seipel. Entschuldigen Sie die Störung. Ich bin vom ZDF, der Redaktion Frontal. Können Sie bestätigen, dass Sie aus Russland... Ich soll einen Termin mit Ihnen machen. Wann können wir denn reden, Herr Seipel? Wir hatten schon eine E-Mail geschickt mit Fragen. Doch auch das stimmt nicht. Dem Spiegel und dem ZDF hatte Seipel zuvor einen 8 Seiten langen Brief geschrieben. Es war eine lange Erwiderung auf Fragen, die der Spiegel und das ZDF Herrn Seipel gestellt hatten, ohne dass er diese konkret beantwortete. Allerdings räumt er eine finanzielle Unterstützung Russlands darin ein. Zitat: Da Sie nach eigenen Angaben über alle Unterlagen verfügen, müssten Sie eigentlich wissen, dass sich seine Unterstützung ausschließlich auf die Buchprojekte beziehen. Mich hat ganz persönlich überrascht, wie Herr Seipel reagiert hat, nämlich, dass er es einräumt, diese Zahlungen, und in meinen Augen keinerlei Problembewusstsein hat oder zumindest keins an den Tag gelegt hat und uns gegenüber geäußert hat. Er sieht nichts Schlimmes daran, dass er aus dem Umfeld von Wladimir Putin hunderttausende Euro bekommen hat und das nicht offengelegt hat. Die beeindruckende Nähe, die Putin jahrelang zugelassen hat, dahinter steckte wohl ein Kalkül. Der russische Kriegstreiber kaufte sich ein Sprachrohr nach Deutschland, das er benutzte, wie und wann er es brauchte.